Jo, schönen guten Tag, der Ära ist wieder da. Wir spielen Plague Tale Innocence und ja, Kapitel 16, die Krönung nach wie vor. Wir ziehen zum Angriff. Hat das letzte Mal ja durchaus auch ein paar Verluste gegeben und das ist alles nicht so richtig schön. Aber wir schauen mal, ob wir unsere Mama und so befreit bekommen. Mal gucken. Ansonsten, ja, schönes Spiel nach wie vor. Gleich an. Gehen wir, Hugo. Mama ist da drin. So, schauen wir mal. Steine haben wir. Ich muss auf jeden Fall mal. Hier liegen aber viele Steine Sie haben rum. auf uns gewartet. Lukas, Melli, bleibt, wo ihr seid. Ich habe gehört, ein paar Kinder wollen bestraft werden. Ihr werdet sterben, wenn ihr runterkommt. Spielt keine Rolle. Amicia, da unten sind Ratten. Sag ihm, sie sollen rauskommen. Schnell. Alles klar. Oh, na das geht ja gut los hier. Hat mich direkt mal ein Bogenschütze erwischt. Gehen wir, Hugo. Mama ist da drin. Okay, also wir müssen das mal ein bisschen clever angehen, das Thema. Sie haben auf uns gewartet. Lukas, Melli, bleibt, wo ihr seid. Ich habe gehört, zwei Kinder wollen bestraft werden. Ihr werdet sterben, wenn ihr runterkommt. Amicia, da unten sind Ratten. Sag ihm, sie sollen rauskommen. Schnell. Alles klar. Das war jetzt nicht so clever. Oh nee. Ich muss das nochmal neu anfangen. Das war jetzt nicht so clever. Gehen wir, Hugo. Mama ist da drin. Okay, weil jetzt habe ich natürlich hier so ein bisschen meine letzte Rattenvernichtung rausgehauen. So, wir müssen erstmal die Bogenschützen rausholen. Ihr werdet sterben, wenn ihr runterkommt. Amicia, da unten sind Ratten. Sag ihm, sie sollen rauskommen. Schnell. Alles klar. Okay, das funktioniert erstmal. Jetzt müssen wir mal hier einen Schild machen. Ja, du kannst es mal probieren. Solange die hier alle sind, können die ja zu mir nicht. So, meine Rattenfreunde. Das war aber knapp. Gut, gehen wir hinein. Das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Schöne Familie. Melli. Hilf mir! Es darf niemand herein! Oh Mann, ey. Das führt doch zu nichts! Ihr wollt nicht verstehen, Beatrice! Mama! Mein Kind! Hugo! Amicia! Mutter! Hat Vitalis das getan? Er hat sie geopfert. Oh er hat die Mann. Schwelle überschritten. Geht, ihr müsst hier raus. Ich will mal nicht so sein.
Oh Mann, dieser Typ, ey. Ingo, bist du bereit? Ja, sie sind hier. Na dann los. Bleib dicht bei mir. Wir sind bei euch. Töte Vitalis. Wer ihn all sein Wissen gelehrt hat. Ruhe, Tatagrei. Wir sind hier, um dich zu erledigen und nicht um dein Gefasel zu hören. Aber seht euch doch an. Taumelt auf die verlorene Schäfchen auf ihren Hirten. Nimm deine Schleuder und schieß ihn tot. Gebt uns unsere Mutter zurück, oder? Oder was? Ich muss den Träger noch einiges lehren. Ach Mann. Danke. Danke für eure Treuherzigkeit. Oh, Entschuldigung. Sie hören? Die Engel. Die Engel einer neuen Welt. Oh, der hat ja diese Waisenratten. Melly, bleib hier! Nein, ich helfe dir! Ich kann! Es ist unser Blut, Melly! So gut. Vernichtet ihn! Formiert euch neu! Vorrücken! Was zum... Er lässt sie sich neu formieren! Sie halten nicht an! Das Licht hält sie nicht auf! Das kann ich auch! Bist du sicher? Dann los, Ivo. Das ist unsere einzige Chance. Durch Blut! Das Blut meines Bruders! Ihr seid nichts als ein Thronräuber! Sie hat recht, Vital! Könnt die Makula nicht kontrollieren! Ihr unterschätzt die Kraft eines Glaubens! Ja, sehr gut, Ivo! Okay. Alles klar. Okay. Beeilt euch und verabschiedet sie! Ihr seid gekommen! Was zum Er lässt sie sich neu formieren! Sie halten nicht an! Das Licht hält sie nicht auf! Das kann ich auch! Bist du sicher? Dann los, Ivo! Das ist unsere einzige Chance! Das Blut meines Bruders! Ihr seid nichts als ein Thronräuber! Ja, sehr gut, Hugo. Jetzt zeigen Sie ihn. Seht zu, Beatrice. Werdet Zeuge, wie euer Geschlecht untergeht. Lasst sie in Ruhe. Sie sind doch Kinder. Halt! Sie sind Überbleibsel einer alten Welt. Haltet ein. Komm. Ach, Weste! Boah, diese Steuerung ist echt gemein. Ich wollte eigentlich die Ratten beschwören. Nee, da schmeißt er wieder irgendwie seinen Lösch. Sie sind doch Kinder! Halt! Sie sind Überbleibsel einer alten Welt! Haltet ein!
Wir haben ein bisschen wenig hier. Hier, sobald du dieses... Ach, das ist bescheuert. Ich muss auch das Feuer mit den Ratten löschen. Alles klar. Ach, das ist dumm. Ich fand dieses ganze Ausweichen und so besser. Das ist halt schwierig. Freunde, jetzt laufen, 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 laufen. Ja, ich fand am Anfang so das ganze Ausweichen und so besser. Hauen den Stein an den Kopf jetzt. Wahre Macht! Die Gabe des Selbst! Amicia! Ich bin die Einheit! Ich bin das Blut allen Blutes, das alle und jeden verbindet! Komm zurück! Bleib bei Hugo! Haha, was soll ich denn dort reinschießen? Was? Oh, geil. Oh, Leute, was...
Okay. Aber ihr seid ja lustig. Ihr seid ja echt witzig. Keine Schmerzen. Was? Okay, hä? Boah, Alter, das ist schon ein bisschen seltsam hier. Ach, ist ein bisschen schade. Fand ich dieses ganze Sneak. Oh, klasse, hier ist alles voll. Ja, was will ich machen? Oh, das ist echt. Okay, also. Scheiße, scheiße. Immer in Bewegung bleiben. Super. Der hat mich halt abgeschnitten. Das ist echt krass. Also ich muss jetzt echt ein bisschen aufpassen. Okay, also Botschaft ist klar. Jetzt habe ich es ungefähr kapiert, was die von mir wollen. So, jetzt kommt das gleich das nächste Mal. Ich darf nicht so planlos rumlaufen hier. So. Yeah.
werdet ihr bezahlen. Kommt zu mir. So, jetzt sind wir wieder. Achtung. Und losrennen. Genau. Freunde. Na, hier geht's ja zur Sache. Jetzt hat sie mich schon wieder angeschissen. So, jetzt komme ich nicht mehr raus. Och, leck mich, ey. Mann, bin ich dumm. So. Ja, ich darf die nicht in der Mitte ablegen. Alles klar. So, jetzt müssen wir das ein bisschen clever anstellen hier. Pass auf. So. Und jetzt loslaufen. Jetzt habe ich es doch. So, jetzt müssen wir noch ein bisschen chillig bleiben. So.
Scheiße. Wir müssen jetzt echt aufpassen, dass wir hier ein bisschen Platz sparen. So. Nein! Ach Mann! Oh, das ist gar nicht schwer eigentlich. Das ist tatsächlich, wenn man es jetzt kapiert hat, ist es nicht schwer. Ach Mann. So. So, wieder wegrennen. So, und jetzt ganz hier drüben hin. So, jetzt kommt er hoch. Und wenn er rauskommt, so, dann muss man ein Stück loslaufen. So. Jetzt kommt die Bodenwelle. Wenn die losgeht, muss man ein Stück laufen. So. Das ist nicht schwer. Ich bin nur dumm. So, Achtung. Jetzt kommt er wieder hoch und sobald er hochkommt, ein Stück nach drüben. So. Wir müssen jetzt Platz sparen. Jetzt macht er nämlich 4 Wellen. So. So. Gut. Komm zu mir. Lasst uns eins sein. Bald werden sie sich uns anschließen. So. Ich meine, Alicia, du musst jetzt zuschauen. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Boah, jawohl. Entschuldigung fürs viele Verrecken, es tut mir ganz doll leid. Hugo! Beruhige dich. Es ist vorbei. Es ist noch nicht vorbei. Die fette Lady singt noch nicht. Krass. Okay, Freunde. Das war's. Das war Plague Tale Innocence. Und war tatsächlich ziemlich cool. Also muss ich festhalten, wirklich ein cooles Spiel. Also hat mir sehr, sehr gefetzt. Hinten raus war es mir ein bisschen zu kampflastig, das gebe ich ehrlich zu. Hätte man, glaube ich, anders machen können. Aber was soll man sich jetzt beschweren? Es waren schöne Bilder, es war eine schöne Stimmung. Die Ideen waren gut, ausweichen und so weiter. Das war alles ziemlich cool.
Ich habe, glaube ich, auch viele Sachen verpasst, wenn ich das so überlege. Weder habe ich meine Ausrüstung fertig ausgebaut, noch sonst irgendwie alle Blumen gefunden oder sonst irgendwas. Müsste man tatsächlich normal spielen, um alles zu finden, aber war ein schönes Spiel. Gut, Freunde, das heißt, an der Stelle wird wieder ein Sendeplatz frei. Mal schauen, was als nächstes kommt. Wir werden sehen. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, und bis zum nächsten Mal in diesem Kino. Ciao, ciao, der Ära. Jo, und da ist er wieder, der Ära. Ich habe hier gerade gesehen, hier gibt es noch ein Kapitel 17 füreinander. Ich habe jetzt den Abspann weggedrückt und auf einmal ploppte da noch was auf. Und das schauen wir uns natürlich nochmal an, was das noch bringt. Gut, gehen wir. Haben wir alles? Ja, das ist alles, was Lukas haben wollte. Wird es Mama damit besser gehen? Sie wird schon wieder, Hugo. Mama ist C, oder nicht? Genau wie du. Das stimmt. Ich kann es kaum erwarten, ein neues Chateau zu finden. So, so. Du gewöhnst dich ans königliche Leben, was? Mal sehen, was wir machen können. Aber zuerst müssen wir die Gegend verlassen. Fleischer ist da. Sag mal, konntest du nach Hause gehen? Ja, das Nest ist immer noch da. Aber es ist leer. Ha, ich kann nicht glauben, dass die Ratten tatsächlich fort sind. Hoffentlich bleibt. Oh, Amicia, sieh nur. Willst du dein Glück mal versuchen? Ich nicht, aber meine Schwester ist die Beste. Stimmt's, Amicia? Na gut, dann los. Sehr schön. Die Regeln sind ganz einfach. 6 Steine, 6 mögliche Treffer. Triff so viele Ziele wie möglich. Bist du bereit? Bereit. Los, Amicia. Ja, wo ist denn hier noch eins? Hallo? Hä? Da hinten. Hey, du hast den Bogen raus. Du hast einen Apfel gewonnen. Und unser aller Respekt. Glückwunsch, Amicia. Der Apfel ist für dich, Hugo. Fürs Anfeuern. Oh, danke. Ich hab echt Hunger. Natürlich. Hey, heute feiern wir den 3. Tag ohne Ratten. Die Straße runter ist ein kleiner Jahrmarkt. Seht euch doch mal um. Ein Jahrmarkt? Wirklich? Sowas habe ich noch nie gesehen. Hugo, Lukas wartet auf uns. Wir sollten nicht zu lange hier bleiben. Aber der Jahrmarkt. Hugo. Na gut, aber wir bleiben nicht lange. Das ist ja verrückt. Hier kommt jetzt echt noch. Irgendwie hinten hey, raus nochmal so ein schönes Bonus. Oh nein. Nein, Junge, du darfst nicht rein. Warum nicht? Weil es nicht geht. Darum. Hey, gibt's ein Problem? Ja, gibt es. Ein Junge und seine Schwester werden hier gesucht. Von wichtigen Leuten. Und das gefällt uns hier nicht. Verstanden? Ich verstehe sehr gut. Hugo, komm mit. Aber der Jahrmarkt! Na los! Okay. Geh zum Jahrmarkt, haben sie gesagt. Ich komme aber nicht rein, die lassen mich ja nicht rein. Das ist doch assi. Und hier kommt man auch nicht durch. Da wäre die Frage, kann man hier irgendwo rüberklettern? Das ist eine Leiter. Komme ich auch nicht hey, durch. Was? Wer zuerst am Karren ist, gewinnt 20 Äpfel. 20 Äpfel? Du schlägst mich nicht, du kleine Schnecke. Was? Dir zeige ich. Ach ja? Dann auf 3. 1, 2, 3. Hey! Ich bin direkt hinter dir. Du schlägst mich nicht. Klar, ich schieß den Stein am Kopf, mein Freund. Schon gut, schon gut. Du hast gewonnen. Ja, 20 Äpfel. Okay.
Geschafft, Lukas. Hast du denn auch alles? Das Johanniskraut, den Weißdorn, das... Alles da. Gehen wir. Gut. Amicia? Ja? Warum sehen Sie mich alle so an? Melly hat mich auch so angesehen und ist verschwunden, weil sie mich nicht mehr mag. Hugo, sie hatte etwas zu erledigen. Das stimmt nicht, aber ist auch egal. Wird sie noch viel länger schlafen? Sie muss wieder zu Kräften kommen. Aber mit den Kräutern sollte sie bald wieder auf den Beinen sein. Sehr gut. Hey, Hugo. Ja? Findest du mich hübsch? Ha! Du bist hässlich, richtig hässlich. Hässlich? Ich? Siehst wie eine fette Fliege aus. Eine Fliege? Deine eigene Schwester? Oh, dafür wirst du bestraft. Lukas! Hey! Hilfe! Die Fliege greift an! Da hat es halt doch noch ein richtiges Ende gekriegt. So noch so ein anderes, so ein versöhnliches. Da wäre durchaus noch viele Möglichkeiten. Oh, das ist das Meer, oder? Wären schon noch viele Möglichkeiten gewesen, hier noch mehr zu machen oder nochmal anzusetzen. Aber geiles Spiel. Auch schön, ich mag das, wenn das nicht so überfrachtet ist und nicht zu viel ist. Hier Asobo Studio sowie eine Familienmitglieder. Siehst du? So, dann probiere ich es jetzt nochmal und sage ciao. In der Hoffnung, dass es jetzt vielleicht wirklich der Schluss ist. Falls nicht, schalte ich nochmal an. In diesem Sinne, vielen Dank euch allen. Ciao, ciao, der Ära.